Moin erstmal, meine lieben Lieblingsbaggerluden, der Penzo ist zurück im LS Zone 20. Wieder mal. Oder immer noch? Wir wissen es nicht. Eigentlich ja immer. Also ich würde sagen immer. So, ja, wir sind im LS 22 und wir sind heute mal auf einer neuen Map unterwegs, und zwar im Bayerischen. Wir sind im Bayerischen Hof, am Bayerischen Hof, so muss ich sagen. Am Bayerischen Hof beim Bernie SCS, beziehungsweise vom Bernie SCS gemoddet. Eine sehr kleine, smarte, schöne Map, wie ich finde. Ich habe die schon ein bisschen gespielt. Wir sind im ersten Jahr, im September. Ich habe mir schon ein paar Sachen umorganisiert und ja, die schon ein bisschen angezockt. Und will euch jetzt mal eben auf einen Hofrundgang mitnehmen. Wir sind hier am Haupthof, das ist der sogenannte Hof 1 der Familie Gruber. Es ist eigentlich ein Milchbetrieb, wir haben aber auch Schweine und wir haben Hühner. Und wir gucken uns das mal der Reihe nach an. So, wir haben hier als erstes mal unser Haus. Und das Haus ist total super, weil hier kannst du die Tür aufmachen. Und dann kannst du ins Haus reingehen, da ist auch Bett und Küche und Büro. Ein Büro ist hier. Hier können wir uns dann halt eben auch umziehen, wenn wir wollen, hier am Kleiderschrank. Und wenn wir nach hinten durchgehen, weiß jetzt gerade gar nicht genau, worum wir da müssen. Da ist ein Bett, da kann man pennen. So, und dann kann man hier wieder rausgehen. Und man landet dann auf dieser wunderschönen Sonnenterrasse. Da kann man toll frühstücken. Hat einen Blick auf unsere Schlepper, die wir uns nachher noch in Ruhe angucken werden. Man kann oben auf den Heuboden gehen. Der ist, also das ist wirklich mal eine total geile Geschichte. Die zeige ich euch nachher, finde ich super. Wir haben ein paar Produktionen drauf. Auch da können wir, mal hier übers Modi, guck mal weg. Wir hopsen jetzt hier eben über einen Zaun einmal, ich gerade gesagt, übers Blumenbeet. Da können wir schon mal die Schlepper aus dem Augenwinkel sehen. Wir haben hier auf jeden Fall eine Käseproduktion am Hof, eine eigene. Ne? Macht auf dem Milchbetrieb schon ein bisschen Sinn. Da kann man dann hier auch mal reingucken, kann man hier reinluschern. Da geht es zum Silo durch und hier geht es in die Käseproduktion. Da kann man so mal reinluschern, da wird Käse produziert. Tür schnell wieder zu. Hygienebereich, ne, muss immer schön sauber bleiben. Dann haben wir hier einen Herbizidtank, falls wir ihn brauchen. Können wir uns dann eben unser Herbizid anschaffen. Wir haben natürlich einen tollen Hof. Links hier zur linken Hand könnten wir schon mal hier, ihr hört es, zu den Kühen reinluschern. Wir gehen aber mal vom anderen Ende rein. Wir laufen einmal hier um den Kuhstall eben rum. So. Ja, ist ja gut. Ihr habt zu fressen, das sehen wir jetzt hier. Hier ist nämlich der Bereich zum Milch abtanken. Beziehungsweise die Melkmaschine, ne? Die halt dann eben auch automatisch melkt. Und da habe ich schon mal ein bisschen Stroh und Gras reingeworfen. Die haben auch ausreichend Mischfutter bekommen. Stroh und Gras habe ich hier deshalb in Ballenform hingeschmissen, weil ich mir gedacht habe, die könnten gut ein bisschen was liegen haben. Es ist leider so wie auf allen Karten, Futter geht schnell weg, und damit sie dann halt eben noch ein bisschen Heu haben, auf 80% Gesundheit bleiben, beziehungsweise auf 80% der Futterqualität bleiben, habe ich da ein bisschen was hingepackt. Das geht automatisch weg. Das ist ein Trigger. Da kann man dann schon mal ein bisschen sicherer sein. So. Kuhstall haben wir durch. Dann gehen wir mal um den Kuhstall rum. Hier drüben haben wir einen Waschplatz. Der Kercher, der stand da schon. Da brauchte ich mich nicht drum kümmern. Hier in das Silo habe ich ein bisschen was reingefahren schon mal. Ich weiß gar nicht. Zeigt er mir jetzt nicht an. Muss ich ja mal gucken. Ist am Gären 84%. Und ich glaube, da sind so um und bei 200.000 Liter drin. Das ist nicht viel. Wir haben noch ein weiteres Silo und noch ein weiteres kleines Silo. Schiebeschild war schon am Hof. Brauchte ich mich nicht drum kümmern, das zu besorgen. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Wender mir besorgt. Den brauche ich zum Heu machen. Dann haben wir natürlich am Kuhstall, da steht schon mal ein Hänger. Ein Anhänger, ne? Nicht ein Hänger. Das ist ein Sieversdorfer, genau, der in den HW80er, den kennen wir aus dem Osten. Ich finde die eigentlich ganz cool gemacht, die Sieversdorfer Mods. Die haben viele verschiedene Funktionen, Möglichkeiten, hat coole Breitreifen gekriegt von mir. Fand die Farbe auch cool, so in der Kombi. Habe ich mir zurecht designt. Deswegen haben wir den am Hof, und der
war auch schon im Einsatz beim Dreschen, bei der Ernte. Hier haben wir Gülle, Güllebasen. Hier können wir hier ins Futterlager reinpusten lassen. Das geht dann hier oben auf dem Dachboden. Da ist ein Futterlager drin. Und was total cool ist, ich kann hier ranfahren, kann hier abkippen und habe dann ein Ballenlager und ein Palettenlager. Und wenn ich das dort abkippe, erscheint das nicht etwa hier drin, sondern das erscheint oben am Dachboden. Wir können da mal hochluschern. Die Ballen, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, aber die Ballen werden dort oben automatisch abgelegt, einsortiert. Da liegt auch schon ein bisschen Stroh und ein bisschen Heu rum. Und wenn man es dann auslagern möchte, landet das hier. Deswegen habe ich mir hier einen Teleskoplader hingestellt. Das ist jetzt die erste Maschine, die ich euch mal vorstelle. Das ist ein Merlot. Super geil auf kleinen Höfen einzusetzen, weil Teleskoplader auf jeden Fall mega flexibel. Bei diesem Merlot ist es aber so, den kann man auch noch ein bisschen modden. Den gibt es halt eben, oder umkonfigurieren, gibt es halt ja auch in der Realität. Und der kann hier hinten, ihr seht schon, der hat da eine Zapfwelle. Der kann auch eine 3-Punkt konfiguriert bekommen. Ich habe jetzt ein Gewicht dran gemacht, weil er viel Ladearbeiten machen soll hauptsächlich. Aber er kann auch zum Beispiel mit dem Wender übers Feld fahren. Oder er könnte auch fliegen. Genug PS hat er dafür. So, hier ist dann, habe ich noch nicht ausprobiert, aber hier drüben, ihr seht es, da werden wahrscheinlich die Paletten auftauchen, die hier reinfliegen, wenn wir hier vorne abladen. Und dann können wir hier auch durchfahren und halt eben unsere Kühe beschicken, ne, dass die halt eben ihr Futter bekommen. Können wir von vorne reinfahren oder von hier, überhaupt kein Problem. Man kann ja auch um die Ecke fahren. Ich habe es mit dem Ladewagen, muss ich sagen, noch nicht probiert. Ich fahre mit dem Ladewagen lieber rückwärts rein vorne. Das geht genauso geschmeidig, also total easy. Dann haben wir hier ein Silo, linke Hand. Dort kennen wir schon. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was ich alles reinkriege, aber ein bisschen was ist schon drin. 25.000 Liter. Ich meine, ich habe da ein bisschen Raps reingefahren. Genau, Raps steht auch da. Man muss nur lesen können. So, das ist jetzt hier zumindest schon mal der hintere Hofbereich. Jetzt können wir hier einmal rumgehen. Wir kommen auf die Straße. Hier ist nochmal wieder das Schild Familie Gruber. Wenn wir jetzt auf der Straße sind, haben wir hier drüben noch so eine kleine Fläche. Die hat aber ihren Sinn, denn der Mist wird von oben über die Kante geworfen, landet hier. Hier haben wir jetzt auch schon 21.000 Liter. Das heißt, da wird ordentlich produziert. Ich habe den Mist bis hier rüber in die Biogasanlage gefahren, die einem gehört. Können wir uns nachher nochmal anschauen, damit wir da halt eben dann weiter Geld verdienen. Ne? Aus dem Kram kann man ja durchaus nochmal eine Mühle Mark machen. Genauso haben wir hier den Hofladen. Da können wir unsere Sachen reinbringen. Die werden direkt verkauft. Ne? Alles, was der Hofladen annimmt. Unsere Eier und ne, was da so an Produktion dann möglich ist. Und dann haben wir hier quasi die Auffahrt, auf der wir gerade eben gestartet sind. Ja, und dann kommen wir hier nochmal zum anderen Tierstall. Das ist hier ein Schweinestall. Da gibt es auch, wir sehen das hier, da gibt es Gülle. Ich habe noch keine Schweine. Ich habe bisher es eigentlich immer vermieden, Schweine zu spielen, weil die halt eben echt aufwendig sind. Und ich finde, bisher habe ich da noch nicht so wirklich viel Ertrag rausgeholt. Kann mich täuschen. Ich werde es hier auf der Map auf jeden Fall tun. Kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir die Zeit haben. Ja, Gewächshaus war auch schon dabei. Das heißt, da können wir auch hoffentlich bald mit den ersten Erträgen rechnen. Und dann gucken wir uns nachher auch nochmal die Felder an. Was aber geil ist, das muss ich wirklich sagen, das ist eine wirklich coole Geschichte. Ich kann hier in diese Anlage alles reinbringen, was die Schweine zum Futtern brauchen. Das wird hier fertig gemischt. Und dann kommt das hier auf dem anderen Ende wieder raus. Wo war das? Hier, genau. Hier. Hier kommt es raus. Kann ich dann aufladen und dann einfach hier bei den Schweinen verteilen. Einfach mit dem Anhänger durchfahren oder mit dem Futtermischwagen. Zack, durchfahren, auskippen. Fertig. Super gemacht von Bernie. Ne? Also ist auch ein Schweinestall, den ich so noch nirgends gesehen habe. Weitere coole Geschichte. Einfach nur aufs Knöpfchen drücken und schon kriegen die Schweine frische Luft. Wunderbar. Und die haben hier natürlich auch
Nicht die eingefärbten Spalten, sondern die haben Platz. Die können toben, die können spielen und sich das gut gehen lassen. So, dann haben wir natürlich hier noch einen Dieseltank. Den braucht man natürlich auch. Aus dem Augenwinkel habe ich jetzt gerade gesehen, wir haben hier auch einen Wassertank am Hof. Kann man kaufen und befüllen. Hat 17.000 Liter Wasser jetzt im Moment drin. Kann 25.000 aufnehmen. Beim Dieseltank weiß ich das gerade gar nicht genau. 15.000. Wir haben zwei knapp drin gehabt. Reicht auch erstmal. Ja, und hier haben wir dann noch die Hühner drin. Und bei den Hühnern ist hier noch so eine kleine Garage. Da steht das zweite Gerät, das wir brauchen. Ein Futtermischer. Ne? Silo King, ideal Standard, kennen wir. Kommt aus dem ganz normalen Standardspiel. Hier kann ich das Futter für die Hühner reinkippen. Da ist überhaupt kein Problem. Einfach ranfahren, auskippen. Ob jetzt per Paletten oder wenn ich Weizen habe, dass ich den da reinkippe. Also gar kein Thema. Hier, viele meinen immer, wenn sie die Karte vorstellen, dass hier die Werkstatt ist. Natürlich spawnen hier die Eier. Das ist keine Werkstatt, sondern hier kommen die Eier raus. Also, alles gut. Wenn ich jedes Futter reinkippe, dann geht das Futter hier hinten in diesen großen Silotank und ja, kümmert sich darum, dass die Tiere dann halt eben auch entsprechend versorgt sind. Hühner haben hier noch einen Freilauf, ne? Man kann da auch durchgehen, überhaupt gar kein Problem. Wir können 360 Hühner in den Stall reinbringen, wobei der ein bisschen klein ist für 360 Hühner, ne? Aber sei es drum. Es ist so, wie es ist. So, jetzt geht's los. Jetzt gucken wir uns die nächsten Maschinen an und zwar fangen wir mal im Norden des Gebäudes hier an, wenn ich bei mir sage, ich weiß gar nicht, ob das Norden ist. Ist das Norden? Ich glaube, ja, das ist Osten. Ja, das ist die Ostseite. Oder die Südseite? Das ist die Südseite, genau. Ist gerade im Dunkeln. Wir sind ja auch schon um Mittag rum. So, erzähle ich auch keinen Quatsch. Wir sind auf der Nordseite. Also mein erster Gedanke war der richtige. Da haben wir einen Rauchdüngerstreuer. Und ihr seht, das ist der Rauchdüngerstreuer, der gar nicht so lange jetzt im Mod Hub verfügbar ist. Das ist der Aero. Der hat hier Ausleger, über die halt der Dünger verteilt wird. Sehr geil, wenn man den mit Precision Farming spielt, weil der einmal eingeschaltet selbstständig an- und ausgeht und dort streut, wo halt tatsächlich die richtige Menge hin muss. Also der ist total gut, schaltet auch die Teilbreiten selber. Mega Teil, finde ich echt super. Weiß jetzt im Moment gerade gar nicht, wie viel Breite da hat. Ich glaube 17 Meter oder so. Keine Ahnung, irgendwie so in dem Bereich. Dann habe ich in der Amazone Streuer noch daneben gepackt. Warum habe ich zwei Streuer? Ganz einfach, der hat halt einfach die Kapazität für Kalk. Der könnte auch Dünger streuen, aber ist nicht so geil wie der Rauch. Den finde ich halt einfach mega. Ne? Also zum Dünger streuen super. Zum Kalk streuen habe ich mir den Amazone geholt und habe den ein bisschen anders angestrichen. Ihr werdet bei den Treckern schon gesehen haben, warum. Wir haben zwei Trecker, die halt eben in so einer ähnlichen Farbe sind. Und ich dachte, das macht schon Sinn, wenn wir den entsprechend umdesignen. Und hier ist auch die Werkstatt. Ne? Also hier ist quasi, wenn wir hier aus dem Norden kommen, die Werkstatt drin. So, ist genug Platz. Man kann hier auch schön wenden. Hier ist extra nochmal eine kleine Ausbuchtung, damit man da schön rein- und rausfahren kann. So, dann kommen wir zum... Das ist ja, wenn das Norden ist, müsste das Westen sein, ne? Genau, das ist der Westen. Der Westen. Klaas Mega 218. Ne? Ist ein Dominator, ne? Also da steht Dominator 218, aber klar, aus der Klaas Mega Reihe. Wir haben einen 6 Meter Schneidwert daneben mit einem kleinen Schneidwerkswagen. Ich habe mir hier von Kuhn, nee, nicht von Kuhn, sondern von Kubota die Schneidwerkskombi geholt, weil die PS technisch halt eben für die Trecker passt, die wir haben. Ist nicht gar so teuer wie alles andere und ja, hat trotzdem eine geile Funktionalität, die ich auf der Karte eben haben wollte mit dem gleichzeitigen Schwaden. Von daher habe ich den genommen. Wir haben einen kleinen Grubber hier von Amazone.
Senior 4000 Super, 4 Meter. Und wir haben eine Horsch direkt Seedrille, direkt zur Saatmaschine mit einem Fronttank dran. So, das war schon mal jetzt so der erste Part. Und ich glaube, ich habe hier noch was vergessen. Ich habe nämlich hinter dem Grubber habe ich hier noch einen tiefen Grubber, den ich zum Flügen nehme. Das ist der Valentini Ripper. Den habe ich zum Flügen genommen, lässt sich auch zusammenklappen. Der hier ist 5 Meter und macht einen guten Job. So, dann hier vorne habe ich noch eine Walze. Die kennt man eigentlich auch schon. Die habe ich auch schon mehrfach im Einsatz gehabt. Das ist eine Güttler-Walze. Die Matador 6 Meter lässt sich schön zusammenklappen. Macht auch einen guten Job so rum und macht mir eigentlich immer Spaß. Deswegen habe ich die. Braucht wenig PS. Und deswegen habe ich die eigentlich auch mal ganz gerne im Einsatz. So, jetzt wird es hier tricky. Das hier ist nämlich eine Durchfahrtscheune, zumindest zum Teil. Da habe ich jetzt hier mal den Wasser-Milchtank reingefahren. Kennt man auch. Ganz normales, ideal Standardgerät Lizard. Kannst du hier reinfahren, vorne rausfahren. Ich habe den Farmtech Güllewagen übernommen. Mit dem bin ich auch bisher nicht übers Feld gefahren, sondern habe nur Transporte gemacht zur BGA, dass ich die Gülle der Kühe darüber gefahren habe, damit die produziert. Schön finde ich, dass wir halt in allen Hallen von Bernie auch das Licht haben, dass man da halt eben auch im Dunkeln mal eben kurz rein und raus fahren kann. Ich habe mir eine Göhwal geholt, die auch schon im Einsatz war, wie man nicht unschwer erkennen kann. Das ist die G1-Kombi mit dem angebauten Wickler hinten dran. Finde, es ist ein bisschen störend bei den Rundballenpressen, das hier ist eine Rundballenpresse, dass die so leise ist, wenn der Ballen fertig ist. Ne? Und wenn die auf 100% geht, es piept unheimlich leise, finde ich, beziehungsweise fast gar nicht. So, können wir auch die Tür aufmachen. Dann habe ich behalten den Strautmann Ceylon. Mit dem war ich, glaube ich, auch schon mal im Einsatz und habe einmal ein bisschen Gras aufgesammelt, damit die Kühe was zu fressen kriegen gleich am Anfang. Wirklich sehr gut nutzbar. Den Wender hinten, den habe ich schon gezeigt, und den Schieber, Silo-Schieber habe ich schon gezeigt. Wenn wir jetzt mal hier hingehen, auch sehr cool von Bernie gemacht, ne? Dass man hier die Geräte für Frontlader einfach so hier in so kleine Hüttchen gepackt hat. Ne? So quasi so wie so eine Hundehütte. Oben drauf kann man auch noch was packen, also da ist wirklich Platz für alles und die Idee finde ich halt sehr gut. Ne? Überall brauchst du sonst ein Regal. Stellst dir ein Regal extra hin und hier steht einfach schon mal so ein kleines Häuschen, damit die Frontladerwerkzeuge da reinpassen. Und man könnte auch, wenn man das richtig trifft mit dem Schlepper, ich habe es einmal ausprobiert, dann ein Gewicht reinstellen. Ist ein bisschen schwierig, weil hier ist eine Kante. Wenn das Gewicht erstmal unten ist, dann fährst du gegen die Kante, musst den richtigen Moment treffen, wenn du da reinrutschst. Aber es geht. Es geht. Probiert es aus. Ihr werdet es hinbekommen. So, dann gehe ich jetzt einmal mit euch nochmal kurz hier auf den Dachboden. So, hier haben wir große Silos, die halt die Futtersilos sind. Wir haben es von draußen gesehen. Dort hinten war die Aufnahme fürs Futter, dass man das hier reinpumpen kann. In Bayern ist es ja gang und gäbe, dass man auch das Gras in solche Silos packt und die dann auch fermentieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, ob es hier fermentiert. Aber ihr seht, wir haben hier die Strohballen drin. Wir haben die Heuballen drin. Schön auf dem Dachboden, ne? Und das ist aber tief von runter. Und das, wo ich Höhenangst habe. So, bin ich runtergehüpft. Den HW80-Anhänger habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt gehen wir mal hier durch zurück. Das ist nämlich alles sehr gut erreichbar. Das ist wirklich durchdacht, der Hof. Also ich finde total klasse. Fangen wir mal hinten an. Wir haben hier einen Klaas Aris. Einer der ersten Klaas, die Klaas überhaupt auf den Markt gebracht hat, denn eigentlich ist das ein Renault Aris. Klaas hat den halt dann irgendwann entsprechend umdesignt und die haben ja die Renault-Sparte übernommen, also die Renault-Trecker übernommen. Und wenn ihr im Mod habt, guckt, es gibt den Klaas Aris einmal als Renault in einem wunderschönen Orange oder halt eben so wie er hier ist, schon in Klaas-Variante. Dieser hier
Fährt mit 130 PS. Ich habe den ein bisschen kleiner genommen. Man kann ihn hochdrehen auf 200, also hochkonfigurieren auf 200 PS. Brauche ich hier aber im Moment nicht. Das soll so der, ja, so ein mittlerer Schlepper sein, der ein bisschen Hofarbeiten machen kann, der aber auch Wendearbeiten machen kann, der mal Transportarbeiten machen kann, Frontladerarbeiten logischerweise. Mal sehen, für was wir den alles einsetzen. Der war schon gut im Betrieb. Das sehe ich hier. Da sehe ich die Stunden jetzt nicht, müsste ich einsteigen. Kann ich aber machen, weil sehr cool. Müssen wir einmal rein. Und jetzt dauert es einen kleinen Moment. Wir müssen einmal nach innen switchen. So, der hat nämlich auch Simple IC und der hat eine ganze Menge Simple IC. Ihr seht die ganzen Punkte, die eingetaucht sind. Der hat wirklich viel. Der kann die Türen aufmachen, der kann das Dach aufmachen. Du kannst hier Lichter dann ausschalten, du kannst das Radio einschalten. Du hast hier eine kleine Nachtbeleuchtung, ne? So hier die Innenraumbeleuchtung hast du. Die Seitenfenster kann man öffnen, ne? Geil mit Sound unterlegt. Das Heckfenster, ne? Wieder Standard, kennt man. Aber es ist toll gemacht und hast hier halt eben auch noch Möglichkeiten, dann halt eben den Gashebel nach vorne zu drücken. Und hier kannst du, da ist jetzt das Frontgewicht hochgegangen, ne? Genau. So, Frontgewicht wieder runter. Also kannst vieles ein- und ausstellen hier mit Simple IC. Wirklich ein cooles Gerät und erfreut sich wirklich großer Beliebtheit. Bei mir zumindest. Ja, und dann haben wir hier natürlich einen MB-Trag und zwar den 1800er Intercooler mit einem standesgemäßen Frontgewicht. Das muss einfach. Und ich fand den MB-Trag immer schon cool. Hab den auch immer auf der Insel, auf der ich groß geworden bin, sehr bewundert und von daher musste der einfach mit hier auf dem Hof. Eben über 180 PS. Kann auch gut ackern, also kann flügen. Dafür habe ich ihn eingesetzt mit dem Tiefengrubber und wird hier sicherlich auf der Map super Dienste leisten. Und der Penso hat sich gesagt, nun gut, wir sind zwar kein so großer Hof, ne? Und wir haben relativ alte Schlepper. So. Aber irgendwie brauchen wir auch so ein Kraftmonster am Hof, so ein richtiges Tier. Und das sieht ja auch geil aus, ne? Hier vorne, dieses Netz vorne drin auf dem, wobei das kein Netz ist, das ist der Kühler wahrscheinlich, der hier so ein bisschen durchschimmert. Das ist ein Fendt. Und zwar ist das ein 728 Vario der Generation 7. Ganz neues Modell, also wirklich Top-Modell. Den haben wir hier jetzt mit 303 PS. Der hat auch schon ein bisschen was getan. Also der hat wirklich schon geackert, kann man ja noch sagen. Hat auch schon Felder angesät, hat schon gemäht. Der ist jetzt im Moment grün, deswegen, weil der kommt gerade vom Mähen. Das so ein bisschen hier alles aufgeräumt und eingeparkt. Der ist von Schnibbel Modding, kennt ihr bestimmt. Ist auch noch nicht so lange im Mod-Hub gewesen, aber ist halt einfach ein mega geiles Teil. 467 km/h, was manchmal wirklich ein bisschen fix auf der Map ist. Also da musst du schon gut den Fuß auch auf der Bremse haben, schnell. Geiles Gerät, musste ich haben. Und weil wir mit Precision Farming spielen, hat er natürlich auch hier diese Isaria Sensoren bekommen. Das hat der hier übrigens auch bekommen, der Klaas Aris, ne? Der hat das auch. Und bei dem, der hat es natürlich nicht, aber funktioniert trotzdem. Also wenn man da mit Precision Farming unterwegs ist und am Streuen ist, das macht dann die Maschine. So, das war jetzt erstmal so der Überblick über die Maschinen und den Hof. Bei den Kühen, ich habe jetzt die Anzahl gar nicht gesagt, vielleicht können wir das mal eben kurz einblenden. Hello, hello, who are you? Wo ist die Einblendung? Da ist die Einblendung. Wir haben 32, ich hatte mal 30 gekauft, von insgesamt 80 Kühen, die wir hier im Stall unterbringen können. Also da musst du auch täglich füttern, sonst hast du keinen Spaß. Ja, das zum Hof. Wir können jetzt noch einmal uns den Hof aus der Luft angucken, indem wir hier einmal die kleine Drohne starten. Damit ihr nochmal einen Überblick bekommt, dort haben wir das Silo, hier mit der Ablagefunktion und dem Ballen- und Palettenlager hier am Kopfende des Kuhstalls. Der Kuhstall hier, dort
Silo-Paletten, Silo-Platten. Und ich merke gerade, ich habe noch zwei Sachen unterschlagen. Die gucken wir uns gleich an, weil wir haben hier natürlich auch noch ein klein Wegchen rum. Da ist noch ein bisschen Erweiterung. Man kann auch von hier rückwärts in die Silos fahren. Das habe ich hier tatsächlich gemacht. Bin halt eben von hier oben gekommen, bin rückwärts ans Silo ran, habe abgekippt und dann erst gewalzt. Sehr schön, funktioniert super. Hier der Schweinestall, den wir uns angeguckt haben, mit dem Schweinefuttermischer. Unser kleines Gewächshaus, die Hühner hier relativ gut mittig platziert. Dann haben wir hier unseren Schuppen, wo der Dieseltank auf der Rückseite ist, unser Haus. Dann haben wir hier unseren Treckerschuppen sozusagen, die Maschinenhalle. Das ist so der Überblick über unseren Hof. Am Ende des Hofes hier habe ich eine Wiese, die ich im Einsatz auch tatsächlich schon habe. Die habe ich schon einmal gemäht, man sieht es, Reste liegen noch rum. Da haben wir zwei Felder, die jetzt im Wachstum sind, die schon bestellt worden sind. Das ist der Hof 1, der Gruber hieß der, glaube ich, ne? Gruberhof. Und den finde ich halt eben von der Aufteilung mal anders, schön gemacht. Man kann jetzt drüber streiten, ob das alles so hundertprozentig perfekt ist. Das ist natürlich angelegt mit Teer und wir haben da Randsteine überall und so. Aber da mal von ab, die Gebäude sind super, also wirklich toll. Die Idee, das so zu machen, finde ich auch mega klasse. Mit den ganzen kleinen, in den Gebäude eingebauten Produktionen. Finde ich wirklich toll. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Speed, damit wir hinten noch hinkommen. Und nicht zu arg in die Zeit gehen. Ich habe hier auch noch von Siebelsdorfer mir einen Ballenwagen geholt. Das Coole daran ist, der ist mit Universal Auto Load unterwegs. Funktioniert also auch in der Form echt super. Da geht die Seite hier auf, die klappt auf, da kann man die Ballen dann aufnehmen. Und wir haben hier noch einen brandner Miststreuer. So, das ist so das, was wir jetzt im Moment haben. Wir haben noch keine Spritze, uns fehlt noch ein kleiner Mini-Hoftrecker, so eine alte Möhre, die man halt einsetzen kann. Aber alles in allem ist es das schon mal. Ist wirklich gut. Ich werde die Karte, muss ich mal gucken, ob ich die auch in einzelnen Folgen spiele oder ob ich die streame. Im Moment spiele ich sie sehr gerne so einzeln für mich und habe sehr viel Spaß. Muss mal gucken, wie es dann mit den ersten Videos losgeht, aber ich denke mal, dass wir da sicherlich das eine oder andere Video von dieser Karte sehen werden. Wenn ihr Ideen habt, ne, was wir hier noch auf die Karte nehmen könnt, immer gerne damit in die Kommentare. Ihr seid ja immer sehr zögerlich und traut euch meistens nicht, da was in die Kommentare zu schreiben. Macht das ruhig. Ich beiß nicht. Also von daher einfach rein damit mit dem, was ihr an Anmerkungen und Kommentaren habt. So, dann wollen wir noch einmal auf die Karte gucken, welche Felder ich im Moment besitze. Auch da habe ich jetzt nicht dicker aufgetragen. Hier haben wir zwei Felder, die 17 und die 16. Da habe ich jetzt gerade schon Raps drauf angesät. Raps bringt auch nicht Kohle am Anfang. Deswegen habe ich da die ersten beiden schon mal angesät. Wir haben hier eine Weide, die 18. Wir haben die 22 als Weide. Dann habe ich hier die 1. Da ist Mais drauf. Das muss ich demnächst häckseln. Das wird auch ein großer Spaß. Schon eine sehr schöne Planung für. Auf der 11 sind im Moment Sorghumhirse. Die sind zu ernten. Da muss ich demnächst ran. Und hier auf der 18, die ist abgeerntet, da werde ich wohl demnächst dann auch mal irgendwie gucken, was wir da wieder ansehen können. Also wir haben jetzt im Moment Weizen, Gerste, ich glaube Raps noch in der Planung und da auf der 21, da muss auch noch was drauf. Wahrscheinlich hier Weizen, da Gerste, damit wir ein bisschen Stroh kriegen. Aber es gibt auch vom Raps Stroh, ne? Das ist hier auch verbaut auf der Karte, von daher sehr schön. Ja, und hier, da können wir nochmal eine kleine Landung machen, dann landen wir hier. Das ist die BGA. Das Grundstück gehört uns zwar nicht, aber die BGA gehört zum Hof. Und die ist auch schon aktiv. Da fehlt jetzt nur Mist und Gülle. Ein paar Gehreste haben wir drin. Das war jetzt alles so ein bisschen so am Anlaufen. Und ihr merkt, ich habe einiges zu tun. Ich muss den Mist hier rüberfahren. Ich muss die Gülle hier rüberfahren. Und dann geht das hier weiter, damit wir Kohle machen.
Ist auch eine relativ kleine Anlage, ist jetzt nicht unbedingt so groß, aber für die Karte hier absolut in Ordnung. Wir haben auch hier natürlich noch, wenn wir das nachher mal irgendwann kaufen werden, Möglichkeiten, Silage zu machen. Und was ich sehr geil finde, wir können das Licht hier über die Schalter einschalten. Dass wir dann auch, wenn es mal später wird, immer noch was sehen können. So viel dazu. Da gibt es dann halt immer noch Stellfläche, ne? Also ist das halt wirklich an alles gedacht. Wir können, wenn wir das Gebäude oder das Grundstück gekauft haben, auch hier hinten noch Maschinen einlagern, ne? In der Schöffeldinger Biogasanlage, das ist hier so dieses Verwaltungsgebäude, da können wir Maschinen einlagern. Hier geht es rein und raus, wo die Rehe jetzt rumstehen. Und dann gibt es hier noch diverse weitere Geschichten auf der Karte, Produktion etc. pp. Und ich glaube, da kann man eine Menge Spaß haben. Hier geht es zurück zum Hof. Das ist also auch nicht so weit zur Biogasanlage. Das lässt sich alles recht gut erledigen. Wir würden natürlich dann den Weg hier hochfahren. Und dann sind wir schnell fix wieder nach Hause gejoggt. Achso, guck mal hier. Das habe ich vergessen. Hier gibt es nämlich noch eine Düngemittelproduktion. Können wir unser eigenes Düngemittel machen. Da müssen dann halt die entsprechenden Rohstoffe rein. Kalk. Ich glaube, Mist muss da mit rein. Muss ich mal gucken. Aber auch sehr cool gedacht von Bernie. Dann kann man hier nämlich seinen eigenen Dünger produzieren, den man dann mit der Rauchero ausfährt. Gut, meine Lieben, das war's. Das Video ist ein bisschen in die Länge geschossen. Nichtsdestotrotz denke ich, wir sind bei einer halben Stunde, das geht noch. Dass so erstmal ein schöner Überblick war. Die Map ist relativ neu. Hab jetzt ungefähr schon zeitmäßig, sag ich mal, habe ich sie in einer Woche immer mal gespielt, innerhalb einer Woche, aber habe vielleicht so 5 oder 6 Stunden erst auf der Karte verbracht. Hat mir bis dahin gut Spaß gemacht. Ich wollte halt sehen, wie die Karte ist und ob es tatsächlich mein Ding ist. Ist es. Ich hoffe, Bernie macht noch das ein oder andere Update, weil hier so ab und an mal so ein paar Bodenwellen drin sind und auf dem einen oder anderen Feld ist noch so ein Hubbel und das sind so ein paar Dinge, die vielleicht noch angepasst werden können. Aber die Grundidee ist einzigartig. Die Gebäude sind mega geil und alles andere finde ich eigentlich auch absolut nutzbar und birgt, wenn man viel alleine spielt oder auch zu zweit, eine Menge Spaß. Bin ich mir sicher. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wollen wir nicht schlafen, sondern wir wollen das Video natürlich liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos entweder hier auf dem Bayerischen Hof, auf der Rehbach oder auf der Frühling wieder und vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich es denn endlich mal schaffe, auf Twitch im Stream. Dazu könnt ihr die Links unterhalb des Videos nutzen. Ihr könnt auch meinen Discord dort aufrufen, wo ich gerne mal das ein oder andere landwirtschaftliche Video teile, das über meinen Weg läuft. Schaut da gerne auch rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Euer Penzo. Tschüss.